Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Ist Eisessen gesund? Fragezeichen. Ich bin die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Zurück zum Patientenfall. Ich hatte einen jungen Herrn, der in die Beratung kam und super gerne Eis isst. Und die Fragestellung hatte, da ging es rein um gesunde Ernährung, wie man umgehen kann, wenn er Eis essen geht und ob es irgendeinen Tipp oder Trick gibt, geschweige denn, ob Eis essen überhaupt gesund ist. Also man muss immer ein bisschen unterscheiden, ob ich Eis an eine Eisdiele hole, was ja dort direkt hergestellt wird, in der Regel in der Kürze, einen Tag vorher, oder ob ich Eis habe, was ich aus dem Supermarkt hole, was länger gelagert ist. Die länger gelagerten können immer einen höheren Anteil an Transfettsäuren haben, die sozusagen nicht so gesund sind, weil die sich für das Cholesterin ablagern können und die Transfette an der Stelle sozusagen aus Fertigprodukten nicht immer so günstig sind. Dann war so ein bisschen die Frage, was kann ich jetzt machen, wenn ich, egal welches Eis jetzt gegessen wird. Man kann immer gucken, dass man Eis, zum Beispiel wenn man eine Kugel Eis hat, sie in den Becher nimmt oder in ein Gefäß rein sozusagen, dann kann ich die Waffel sparen. Für jemand, der sagt, ich mag nicht so gerne Waffel essen. Wenn jemand selber Eis macht, gibt es die Möglichkeit auch, dass ich die Waffel weglasse und am Ende ist die Portionsgröße entscheidend. Der Zuckeranteil macht ja immer einen Insulinanstieg, der im Eis drin ist. Die verwendeten, meistens ist ja ein Milchprodukt und irgendeine Geschmacksrichtung dazu. Die lassen eben auch, je nachdem was es ist, im Ursprung ist es ja Sahne oder Milch zum Beispiel, oder es sind die Früchte bei Fruchteis, lassen den Blutzucker ansteigen. Wenn ich Wassereis habe, habe ich ja Wasser mit Geschmack, das ist der Zuckeranteil. Und daher ist die Menge entscheidend, wie viel esse ich denn wirklich an der Stelle. Also, Menge ist entscheidend. Das heißt, ihr könnt eine Süßigkeit, also eine Kugel, man sagt immer so eine Golfballkugel an Eis nutzen. Für die Vorstellung ist eine Golfballkugel Eisgröße ungefähr 4 Würfelzucker. Das heißt, wenn ich mehr esse, habe ich einfach einen höheren Anteil an Zucker. Also, Eis essen, Menge ist entscheidend. Es gibt noch eine Möglichkeit, um den Zucker abzubauen. Ich gehe sozusagen zu Fuß zur Eisdiele, esse das genüsslich in der Eisdiele und gehe wieder zurück. Wenn ich die Option nicht habe, kann ich und das Eis zu Hause esse, habe ich die Möglichkeit, vielleicht Bewegung hinten ranzusetzen, damit ich die Energie, die ich genutzt habe, am Ende mit den Muskelzellen wieder verbrauchen kann. Also Verbote macht man fürs Gehirn nicht mehr, werden auch nicht leitliniengerecht. Das heißt, die Menge ist entscheidend. Es ist ja Lebensqualität für einige, die gerne Eis essen. Und wie gesagt, die Menge schaut einfach drauf. Also, Golfballkugel wäre Portionsmenge. Meistens sind die ja größer. Also guckt, dass ihr euch bewegt. Ganz liebe Grüße, viel Spaß beim Eisessen. Eure Sandra.